ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Wir spielen heute wieder eine Deathrun-Map und zwar Adeline Guff Deathrun. Es gibt XP für den Season Pass, so viel kann ich euch schon sagen. Wir werden uns aber noch nebenbei anschauen, ob die Map abwechslungsreich ist. Ob sie denn farbenfroh ist. Wir werden gucken, ob wir alle Secrets finden. Ich kenne die Map tatsächlich schon. Nur, ich warte einfach nur noch, dass es startet, um loszulegen. 150 Level sind es. Und was soll ich noch sagen? Hier hinten gibt es noch Bonus-XP tatsächlich. Secret Pass, ganz ehrlich, keine Ahnung, wo man den Code herbekommt. Wenn ihr mir das sagen könnt, schreibt es mir gerne in die Videokommentare. Auf jeden Fall, das würde mich auch sehr interessieren und freuen. Und wir sehen schon, farbenfroh ist die Map nicht. Sie ist in Rot gehalten. Mapcode wie immer in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir rennen los. 440 EP pro Checkpoint sind nice. Sehr nice sogar, das heißt, ich habe auch gleich Level 100 erreicht über diese Map alleine schon, was mich sehr freut. Und yo, die Map ist einfach gehalten tatsächlich. So, Level up, nice, nice, wir haben Level 100 auf dieser Map erreicht, das ist sehr geil. Die Map ist wirklich einfach, also wenn ich mal einen Sprung verkacke, dann aus reiner Blödheit. Sprinten, Klettern ist aktiv. Hier kann man Bonus-XP einheimsen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie hoch die sind. Wir werden es uns anschauen. Aktuell 20 Level erreicht. Das ist sehr nice. Darauf erstmal schon KW. Der muss sein. Und ich weiß nicht, ob der Map-Creator ein Mann oder eine Frau ist. Auf jeden Fall, wir werden alle Bonus-XP mitnehmen. Und ich finde die Map geil. Ja. Die ist was für Anfänger. Vor allem, wenn man sich anguckt, wie viel XP es einfach gibt. Secret-technisch. Ich weiß nicht, ob die Secrets markiert sind. Mit Fragezeichen, einem Pfeil oder irgendwas anderem. Oder ob anderweitig auf das Secrets aufmerksam gemacht wird. Ich habe mir das tatsächlich nicht gemerkt. Aber wir lassen keinen Checkpoint aus bei dieser XP-Höhe. Denn das ist richtig, richtig nice. Und ich muss sagen, es sind wirklich viel XP. Warum, Ike? Der Charakter wollte da einfach nicht klettern. Why? Jetzt ist er geklettert. Weird. Also hier gibt es wieder Bonus-XP. Die holen wir uns natürlich. Also die Map XP-technisch lohnt sich. Bei 150 Leveln gefühlt alle 20, 30 Level so ein Bonus-XP-Button.
plus die Höhe der eingesammelten Checkpoint XP lohnt sich. Lohnt sich alle Male. Auch wenn die XP jetzt weniger waren als beim ersten Bonus-XP-Button, aber es lohnt sich einfach. Secret haben wir bis jetzt noch keins gefunden. Ich weiß auch tatsächlich nicht, wie viele Secrets es geben soll. Das habe ich mir nicht gemerkt. Muss ich auch nicht. Ihr seht, auch die Sprünge sind wirklich sehr einfach. Der erste Sprung, den ich verkackt habe, ja, das war meine eigene Doofheit. Süßchen, jetzt kommt Farbe Blau, aber ich muss sagen, es ist trotzdem nicht farbenfroh, weil das ist alles einheitlich gehalten und das ist auf Dauer langweilig. Jetzt gibt es mehr XP für den Season Pass, das ist noch besser. Also da, ich freue mich da natürlich drüber, ne? Das wisst ihr alle, ich glaube, jeder freut sich darüber, auf irgendeiner Map langrennen und einfach so mal 3000, 4000, 80, 90, 100.000 XP für den Season Pass machen und 1-2 Level-Ups zu kassieren. Da freut sich doch jeder drüber. Außerdem kriegen wir noch XP für 30 Minuten Spielzeit. Wir haben aber jetzt schon fast die Hälfte der Level gemacht in 4 Minuten. Ja. Keine Ahnung, wie das um 30 Minuten Spielzeit dann ist. Okay, die Anzeige der XP war jetzt ganz schnell weg. Aber ich glaube, es waren 800 noch was. Also auch wieder etwas, was sich lohnt an XP. So. Ach komm. Es ist eine einfache Map. Warum sterbe ich so oft? Das kannst du mir doch nicht erzählen. Aber tatsächlich noch kein einziges Secret gefunden. Das ist weird. Ich weiß auch nicht, wo jetzt noch eins kommen sollte hier. Ja, nice. Ihr wisst ja, Deckenfallen sind da so mein Kryptonit. Aber jetzt mal wirklich, ne? Schreibt mir mal in die Videokommentare, ob ihr hier ein Secret entdeckt habt oder nicht. Weil ich finde hier gefühlt gar keins. Vielleicht kriegt man auch über die Secrets diese Codes für die komischen Bonus-XP. Aber hier haben wir natürlich wieder... Ey, ich will die Bonus-XP haben. Da brauche ich erstmal einen Schluck Kaffee. Aber wir sind zeittechnisch wirklich gut dabei. Ich glaube, 30 Minuten werden wir für die Map nicht brauchen. Vielleicht bleibe ich dann nach der Aufnahme noch ein bisschen stehen, um die 30 Minuten voll zu bekommen. Würde mich persönlich nicht stören. So. Ist hier ein Secret versteckt? Nö. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Und das verstehe ich nicht. Wo sollen hier die Secrets sein? Wie gesagt, schreibt es mir gerne mal in die Videokommentare. Da wäre ich sehr happy drüber. Ich werde die Map auf jeden Fall abgespeichert lassen und das ein oder andere Mal eventuell noch ein zweites Mal spielen. Mit meinen Kindern zusammen. Ihr wisst ja, ich habe Kinder und die freuen sich mit dem Papa immer zusammen so eine Map zu spielen. Vor allem, wenn es XP gibt. So, springen, springen. Ja, okay. Süßchen. Das mit dem Bonus-XP, das ärgert mich ein bisschen, dass es hier wirklich keine irgendwie, ach nicht Bonus-XP mit diesen Secrets. Die werden groß angeteasert und dann ist hier nicht mal eins. Hier wieder Bonus-XP, die gönnen wir uns. Aktuell 100 Level geschafft, 50 kommen noch. 8 Minuten Spielzeit, also
Man muss sich dann für die 30 Minuten tatsächlich AFK hinstellen und die Zeit verstreichen lassen. Man kann sich in der Zwischenzeit tatsächlich TikTok-Videos angucken. Schaut gerne auf meinem TikTok-Kanal vorbei. Alles in der Videobeschreibung. Und ja, oder Instagram Reels. Schaut gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Links alle in der Videobeschreibung. Und ansonsten, ihr könnt mir auch gerne auf Twitch folgen. Immer wenn ich kinderfrei habe, stream ich dort. Und ja, die Streams sind tatsächlich in vielerlei Hinsicht auch sehr lustig. Manchmal auch nervenzerreißend. Und ja. Oh. Ach, diese abgeschrägten Dinger mag ich hier überhaupt nicht. Genau deswegen. Nein! Ich hätte Anlauf nehmen sollen. Ungefähr so. Aber kein Secret. Wieso stand auf dem Titelbild im Pause, also im Ladescreen, es gibt Secrets, wenn wir kein einziges Secret finden? Aber schaut es euch an. Wir haben so viel XP gemacht, dass ich schon wieder gleich ein Level Up habe. Also XP-technisch, die Zeit lohnt sich alle Male, die XP lohnt sich alle Male, die Map zu spielen. Also man macht hier schon locker, chillig, flockig ein Level Up auf der Map. Nein. Oh, oh. Nochmal. Oh. Moment. Das lasse ich so nicht stehen. Also die XP hätte ich dann doch schon gerne. Oh. Na, natürlich kommt hier eine Falle. Why not? Sneaky, sneaky Ninja. Jo, also Secrets habe ich keins gefunden. Da muss ich der Creator, Creatorin sagen, also schreibt das doch nicht hin, wenn es keine gibt. Wenn ihr sie gefunden habt, dann schreibt es mir bitte in die Videokommentare. Ich würde gerne mal die Map durchspielen mit gefundenen Secrets. Level Up ist da, Level 101. Sehr nice, Ike. Hast du super gemacht. Darfst du nachher einen Bonbon nehmen. Und ihr habt es gesehen, ich habe auf dieser Map Level 100 geschafft. Bin jetzt Level 101 schon. Und wir haben noch 10 Level vor uns. Es gibt noch die Bonus-XP im Startroom. Plus die 30 Minuten Biggest XP Spielzeit. Plus, wenn man da diesen Code hat, hat man da ja auch nochmal XP, die man kassieren kann. Wo ich gerne mal wissen würde, wo man den Code herbekommt. Und ansonsten, ja, also XP-technisch, die Map lohnt sich. Spielt sie, wenn ihr Lust habt. Spielt sie gern mit Freunden zusammen tatsächlich. Da gibt es mehr XP. War bis jetzt immer so bei Maps, dass man, wenn man die zu zweit spielt, dass es da mehr XP gibt. Und ich würde sagen, wir sind durch. Nochmal 2000 XP kassiert. Jetzt gehen wir hier rein, holen uns erst einmal die Coins ab und öffnen die Truhe für XP. Sehr nice, sehr nice. So, was soll ich zur Map sagen? Die Map ist schlicht und ergreifend einfach. Sie ist schlicht gehalten von den Farben her, rot, blau, grün. Levels sind einfach, wiederholen sich so gut wie gar nicht. Diese Bonus-XP sind tatsächlich nicht hoch, aber immerhin besser als nichts. Und Check-Out guckt man nicht ins Maul.
Ansonsten, ich kann die Map nur weiterempfehlen. Schon allein, weil man mindestens ein Level Up macht. Und ja, wenn ihr diese Codes habt, schreibt es mir doch gerne mal in die Videokommentare unter dieses Video, würde mich sehr freuen. Schreibt mir auch anderweitig Kommentare, zum Beispiel mit Map-Codes, wo ich Maps spielen soll. Denn ihr wisst, ich sage meine Meinung offen und ehrlich raus. Vielleicht schickt mir sogar eure eigenen Map-Codes von euren eigenen Maps. Das wäre richtig nice, die würde ich dann auch gerne anspielen. Es muss nicht unbedingt XP geben. Wäre aber von Vorteil, dann hat die Map einen größeren Beliebtheitsgrad bei mir gespielt zu werden. Und ansonsten, ja, was soll ich noch sagen? Ich kann die Map noch weiterempfehlen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Alle Social Media Links von mir sind verlinkt unterm Video. Gibt es bei mir in der Kanalbeschreibung. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche. Rockstar, Dancer, Killer, Drop,